So, hallihallo, wow, ich habe mal wieder einen normalen Ping. WTF, sind die ganzen Serverprobleme jetzt doch behoben worden? Willkommen zurück zu Let's Play Lehrgur of Legends. Wir sind mit dabei, mit Soraka diesmal. Aus zweierlei Gründen. Erstens, der Malphite, den wir hier sehen, war First Pick und wollte Nautilus picken. Des Weiteren wurde Nautilus vom Feind gebannt. Es blieb also gar nicht mal so viel übrig. Im Nachhinein merke ich, ich hätte dann doch vielleicht was anderes picken sollen. Ich muss mal kurz gucken. Das ist der Top-Laner. Das ist der Jungler. Und die Mid-Laner mit Heal. Der fürchtet die Scheiße wohl extrem. Hi. Schön, dass sie den AFKler nicht angegriffen haben. Das ist natürlich echt praktisch. Töte. Braucht er einfach ewig lange. Läuft bei dir mal, Junge, läuft. Ja, das Problem ist, das tut mir mehr weh als dir. Es ist mein AP, den ich für dich opfern muss. Also komm, du hast das Thunderlord dabei. Du machst doch sowieso den Ultra-Damage, so wie alle sagen. Also töte sie einfach. Wo bemerkt, die haben auch beide Thunderlord dabei, aber sie haben ihn noch an der Wand gestunt und haben 20 Mal drauf geprügelt. Also das war weniger Thunderlord-Damage als mehr allgemeiner Schaden. Und Thunderlord hat ihnen nicht geholfen, den Kill zu holen. Obwohl die ja den Ultras Burst Schaden davon kriegen. Ach Leute, ich bitte euch. Ich meine, man sieht's doch. Ne, ich meine, natürlich, sie hätten wahrscheinlich weniger Schaden gemacht. Aber sie hätten was Besseres dabei und es hat ihnen nicht geholfen. Es hat nichts geändert. Ob sie nun Thunderlord dabei gehabt hätten oder nicht. Also, wir haben ja Thunderlord dabei. Ich meine natürlich, die Ausnahme bestätigt die Regel. Also es gibt bestimmt auch Fälle, wo Thunderlord was bringt. Alter. Bitte bedenke, die tun mir mehr weh als dir. Oh mein Gott, und die Thunderlords haben immer noch nichts gebracht. Immer noch kein Kill. Kommt, ihr habt alle Thunderlord dabei. Eigentlich müssten wir die Lane verlieren. Instant. Ich hab keinen Thunderlord dabei. Ich erhöhe sogar die Magieresi. Ja, weil es ja so schwer ist, als ADC an Magieresi zu kommen. Leute, ich finde diese Diskussion einfach nur lächerlich. Ich meine, die haben doch jetzt hier den Ultra Burst. Warum lebten sowohl mein ADC als auch ich noch? Das kann doch eigentlich schon fast gar nicht sein. Zweimal Thunderlord im feindlichen Team hier unten. Ich glaube, ja, die haben es auch insgesamt nur zweimal. Wir haben es ja dreimal drin. Wir haben es dreimal.
Schade, dass Soraka kein Mana mehr geben kann. Das waren noch Zeiten. Jo, hat sich gelohnt, die Outer Deck von dir? Aber wie gesagt, die Soraka war im Endeffekt jetzt doch ein recht schlechter Pick, wenn ich so sehe, was die für eine Teamcomp später haben. Das wird echt mies für mich. Oh Gott, sei vorsichtig, sonst kriegen wir noch Thunderlord ab und sind One-Hit. Dieser enorme Burst, den können wir nicht verkraften. Davon mal abgesehen, ich bin die Soraka, Burst ist meine Schwäche. Also Burst ist etwas, was Soraka gar nicht abhaben kann. Autsch, das ist blöd. Wir haben Thunderlord gesehen. Jo, ich bin... Wow, danke. Ja, los, töte ihn auch. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich krieg den letzten Hit nicht hin. Und dann kann er nicht in den Busch schießen, weil er keine Vision hat. Was traurig ist, er hat die Wards wahrscheinlich beide ready. Er hat die Wards wahrscheinlich beide ready. Gib mir mal Schuhe, gib mir mal das. Heiltrank wäre auch geil. Oh Gott, ey. Das ist auch blöd. Soraka kann die. Konnte Soraka sich früher selbst healen? Ich meine ja, ne? Ich meine, früher konnte Soraka sich auch selbst healen. Geht ja auch nicht mehr. Nur noch mit Ulti. Ich weiß nur nicht, was man später gegen den Thunderlord, machen soll. Gegen Yasuo machen soll. Oder ich. Diese drei Champions. Yasuo, Kragas und Maokai machen mir später richtig fett Probleme, leider. Ich bin leider momentan etwas überfordert, was ich dagegen tun soll. Ist das euer Scheiß Ernst? Hallo! Danke, dass du auch reagierst. Gut, kein Vision Ward mehr. Kein Bock auf diese Geldverschwendung. Da hat er schon Thunderlord und greift die feindlichen Champions nicht mal an. Ja, ich habe ein Problem, mein Freund. Du musst rennen. Irgendwie haben die nicht sonderlich viel Lust, dir zu folgen, mein Freund. Und ich gerade auch nicht mehr. Hier, du kannst doch mal einen Heal haben. Aber jetzt bin ich oben. Weniger oben. Mit den S-Wheel läuft nicht gut. Im letzten Spiel hatte ich einen besseren S-Wheel. Und der letzte S-Wheel hatte keinen Thunderlord dabei. Ich weiß gar nicht, was hatte der dabei? War das in Burns oder das andere, das er dabei... Ich glaube, in Burns hatte der letzte dabei, den ich im Team hatte. Erstmal hier. Ach komm, nehmen wir nochmal einen mit. Dann nehmen wir noch mal einen mit. Ich brauche auch unbedingt Mana-Regeneration. Ist eigentlich wichtiger als Dings. Sollte ich mir einen Kelch zulegen? Du wirst jetzt ernsthaft schon wieder sterben.
Oh, nee, doch nicht. Und das, obwohl die beide Thunderlord-Porks hatten. Uiuiuiui. Das nenne ich hier natürlich overpowered. Und ich darf schon wieder einen Cookie essen. Dude, du gehst mir auf den Sack. Learn to play. Ich meine, ich bin auch kein guter Soraka-Spieler. Davon mal ab. Du gehst mir trotzdem auf den Sack. For real. For double real. Der Wichser hat alles raus. Na, was geht bei dir so, mein Freund? Ja, guck mal, hier. Ich muss eh wieder back. Egal. Ich kann Ward-Item kaufen. Ich kann Ward-Item kaufen. So. Und ich nehme mir noch einen Cookie mit. Nicht, weil ich Cookies liebe, sondern weil dieser Typ sich ja Harrison lässt wie sonst was. Und das Interessante ist, er überlebt ja diese zwei Thunderlords-Attacken, bevor er einen Heal von mir kriegt. Und wir befinden uns jetzt in Early, da wo ich jetzt noch useful finde. Teilweise zumindest. Kommt immer ein bisschen auf die Champions an. Bei Bart bin da jetzt gerade extrem unsicher. Bart hat ja nur die... Oh, natürlich. Hallo. Viel Spaß mit dir, gratis Gold. Aber da kann ich nichts machen, nur solange er sich hier mit den Minions... Ja, das wird jetzt hier wahrscheinlich wieder aufs Gleiche hinauslaufen. Aber... Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich sollte mir echt überlegen, demnächst mit Soraka am Anfang direkt eine Warmox zu bauen. Von bei... Aua. Solchen Teammates. Da ist ihre Ulti... Die zündet die Ulti echt drastisch. Wow, Alter, übertreibt's! Okay, der Midlaner ist wieder gegangen. Wie die einfach absolut keinen Bock auf Bottom wieder haben. Ich hasse sowas. Da gehe ich nicht rein, da habe ich Angst vor. Ja, jetzt haben wir das gleiche Bild wie bei denen. So, nur dass ich jetzt hier deren Vision Ward auch nehmen kann. Ich nehme den Scheiß, komm, was da wolle. Ach Gott. Nein, 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 nein. Ich wollte schon sagen, ich will ihn nicht. Den Geist. Der Vetter kommt jetzt echt, oder was? Ich riech zu viel. Renn, mein Freund. Ja, was soll ich machen? Ja, los, jetzt haben wir auch zweimal Thunderlord hier unten. Jetzt sollten wir gewinnen. Thunderlord for win. Ich hab keinen Bock auf den.
Wow, 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 wow. Nein, nicht mich. Aua. Sind jetzt gerade alle fünf Feinde unten? Sehe ich das richtig? Ernsthaft? Er rennt einfach weg. Natürlich sind alle fünf Feinde unten. Was habe ich denn gedacht? Lol. Es gibt einfach Spiele, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Wo ich mir einfach denke, Alter, okay, ich bin raus. Wo ich wirklich am liebsten sagen würde, nee, ganz ehrlich, nee. Es sind einfach solche Spiele, wo diese Party auf Bottom abgeht, wo ich... Ich könnte teilweise so kotzen, wenn da so eine hässliche Party auf Bottom abgeht. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Versteht das doch. Ich will das alles nicht. Dieser Gegenstand ist dem Sieg Ionias über Noxus im Rückspiel um die südliche Provinzen am 10. Dezember 20 CLA gewidmet. Ja. Relativ uninteressant, da die Story dieses Spiels ja größtenteils leider eh abgeschafft wurde. Ich hoffe, die bringen sie irgendwann wieder rein. Ich fand die so cool. Allein mit den Botschafter. Oh, guck mal, Thunderlord hat geprockt. Er hat irgendwie, glaube ich, gerade mit einer Auto-Attack fast mehr Schaden gemacht als mit Thunderlord. Weißt du überhaupt, Thunderlord, was da geprockt ist? Hä? Warum stellst du dein Wort hin? Teleport? Au! Drei Teufelsnamen. Au, was zur Hölle? Kragas, ernsthaft? Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ernsthaft? Free Drake. Das ist, warum man eigentlich dafür sorgen sollte, Bottom zu gewinnen. Tut mir leid, mehr kann ich nicht machen. Unser Team ist auf Bottom, auf Top. I tried my best, sir. To keep you alive, dude. Aber Ulti ist leider. Oh, cooldown. Kriegen wir wenigstens Top Tower? Scheint so. Ja, ist doch egal, ob der Flash out hat oder nicht. Jetzt immerhin Thunderlord ist OP. Wie sehen eigentlich die Windchancen aus? Was sagt Lolskill? Lolskill sagt, dass wir gewinnen. Okay. 51,5% zu 48,5%. Sagt Lolskill, dass wir gewinnen. Da bin ich ja gespannt. Was tust du jetzt in Dreiteufelsnamen? Mhm. Du rennst in die Mitte und schießt. Wow, hallo. Aber mal voll daneben. Aua. Könnte mal jemand die Türme nerven? Und wahrscheinlich haben die Türme den jetzt auch noch Thunderlord. Aber so ein OP-Thunderlord wäre jetzt bei jedem Hit. Dann wird sogar Sinn machen, bei jedem Hit. Hat dieses scheiß Windvolt gerade echt mein Q abgewehrt? Achtung, er will dich ulten. Ganz ehrlich, habe ich das richtig gesehen? Diese Windvolt hat mein Q abgewehrt? Das Ding fällt von oben! Hier, es kommt von oben runter! Es kommt ja nicht einmal seitlich!
Oh mein Gott. Schlampen. Wie die Wind wohl einfach eine Attacke abwehren kann, die von oben kommt. Ich krieg zu viel. Zengs Raka? Du meinst damit gerade nicht wirklich mich, oder? Weil Raka klingt schon so ein bisschen demütigend. Und ja, es ist echt so schwer, Magieresi zu bekommen. Hier hätte ich auch wieder Magieresi. Und hier hätte mein Team auch nochmal Magieresi durch. Uiuiui, ist echt schwierig, Magieresi zu bekommen, du. Da muss ich echt aufpassen. Ich kriege aber nochmal Mana-Recke. Danach hole ich mir, glaube ich, Warmox oder so ein Scheiß, ganz ehrlich, keine Ahnung. Muss schauen. Wie viel Magieresi habe ich? 43. Das sind 30% weniger Schaden durch magisch. Also durch magische Angriffe. Sprich, ja. Wenn Thunderlord. Wie viel Schaden würde Thunderlord jetzt so Pi mal Daumen machen? Bin mir nicht sicher. Ich würde mal schätzen, so Pi mal Daumen 100 Schaden. Plus minus 30 Schaden? Also unter sinnvoll verstehe ich momentan noch was. Oh oh. Anderes. Nee, danke. Oh, scheiße. Ja, fickt euch! Was zur Hölle? Ich habe gerade so ein extremes Verlangen, mit einem Streichholz in den Wald zu gehen und das zufällig fallen zu lassen. Was? Alter, ich komme nicht drauf klar. Der wollte meinen Tod sehen, ey. Der wollte meinen Tod sehen. Das finde ich auch eine sehr interessante Fähigkeit. Theoretisch auch für einen Botlaner. Die Umklammerung des Todes. Alle 40 Sekunden im Kampf steht der nächste Angriff auf einen gegnerischen Champion dem Ziel 61,73 Leben. Also nochmal so ein kleiner Heal. Die Frage ist natürlich, ob sich das lohnt, weil man dafür auch relativ lange im Kampf sein muss, wenn ich das richtig verstehe. Müsste man mal einfach mal ausprobieren. Also schlechter als Thunderlord kann es nicht sein. Fickt euch. Keine Ulti, Entschuldigung. Vor allem, weil man ja zumindest in der Laning Phase, also im Early des Spiels, eigentlich ja die ganze Zeit im Kampf ist. Ja, die Frage ist, wie sieht das dann im Late-Game aus? Also einmal kriegt man es bestimmt raus. Einmal kriegt man es bestimmt raus in einem Teamfight. Und selbst da hätte es man wieder, wenn man jetzt einen Thunderlord-Treffer macht. Sagen wir mal 100 Schaden. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bei dem Level. So, und ich hole mir jetzt mit dieser Fähigkeit 62 Leben zurück und mache dem Feind 62 Schaden.
Ich muss zugeben, da finde ich dieses Leben zurückholen und ein bisschen Schaden machen dann doch besser. Natürlich holt sich ein ADC im späteren Verlauf des Spiels deutlich mehr Leben zurück durch Lifesteal. Also mit anderen Items. Aber das käme ja dann nochmal zusätzlich. Achtung, wenn er ultet, haben wir wieder einen harten Fick hier. Momentan habe ich hier einen harten Fick. Ja, renn halt weg. Ich finde es gut, wie du hilfst, mein Freund. Echt hilfreich. Ja, das Problem war nicht unbedingt, dass sie dich gefokust haben. Das Problem war einfach nur, dass du von mir weggerannt bist. Und zwar nicht nur einfach von mir weggerannt, sondern so weggerannt, dass die Feinde zwischen uns beiden standen. Ich hätte also nicht mal hinterherrennen können, um dich zu healen. Ich wollte es ja. Ja. Aber ob ein, zwei Heals so viel mehr gebracht hätten... Ja gut, hätte man dann gesehen, ne? Back. Obwohl, ne, wir machen noch hier. Back. Warum? Warum portest du dich da oben erst in drei Leute rein? Und warum sind die drei Leute so blöd, dich zu töten? Fragen über Fragen. Die Ulti war leicht gewastet. Ich weiß nicht, ich habe mit Soraka immer das Gefühl, dass ich total schlecht bin. So schlecht kann... Wo rennst du hin? So schlecht kann ich im Grunde genommen aber eigentlich gar nicht sein. Ich meine, ich bin mit Soraka nicht gut. Davon mal ab. Der dasht gerade eh gleich darüber. Ich wollte gerade sagen, steal einfach dieses Kackvieh. Ne? Ich bin weit ab von gut. Allerdings würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich schlecht bin. Dazu kommt aber, dass ich mit Soraka selten viele Assists habe. Mein Durchschnitt beträgt momentan 6,9, womit ich um einen hinter bin. Also Durchschnittsassists mit Soraka sind tatsächlich... Nee, das sind Tode. Mein Durchschnitt beträgt 16 und damit bin ich sogar drüber, sehe ich gerade. Okay. Junge, du bist gerade vom Tower Attack. Autsch. Aber er hat den richtigen gehalten. Er hat die AP nämlich direkt wieder verloren. Komm mal her. I just want to heal you up, dude. Fick dich, Braum, ganz ehrlich. Wärst du nicht so hässlich und ich hätte Angst, dass deine Mutter noch hässlicher ist, würde ich ja behaupten, ich würde deine Mutter ficken. Versuchen wir jetzt einfach nur noch Assist zu schnurren. Ich hab Angst. Leute. Leute, ich kann nicht heilen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich keine AP mehr habe.
Nein! Du Hure! Ja, ich renne! Gib mir HP! Mehr HP! Oh, fuck the shit! Mehr HP! Nein! Mehr HP! Scheiße! Scheiße, hätte er klappen können. Ich liebe das als Oracle, ganz ehrlich. Das ist so lächerlich. Oh. Ganz ehrlich, scheiß drauf. HP, Rack for the win. HP, Rack for the win. Ich brauche es. Ich brauche es ganz dringend. Nein, sie haben Nasher. Das passiert, wenn wir zu lange da bleiben. Und das ist einfach dumm, was er da macht. Leute, jetzt geht doch zurück. Richtung Feind ist nicht Richtung zurück. Ja gut, ihr dürft Richtung Feind rennen. Solange ihr das macht, was ihr gerade getan habt, ist es in Ordnung. Bin ich schon da? Ah, ich bin tatsächlich da. Interessanterweise, interessant, wie enorm viel stärker unser Team ist. Aber Midlaner spielt auch recht gut, muss ich zugeben. Ich sehe in letzter Zeit sehr selten irgendwelche Twisted Fates, die recht gut sind. Daher habe ich das jetzt gerade mal angemerkt. Also Twisted Fate ist so einer der Charakter, die sieht man hier und da immer mal wieder, aber sie sind halt nicht mehr so sonderlich gut. Hallo. Leute. Ihr müsst auf jeden Fall Schaden für mich tanken, denn wenn ich Schaden kriege, habt ihr weniger Heilung. Nur so, dass ihr mal das Grundprinzip hinter Soraka versteht. Kleine Hure! Rampage! Die sind gerade zu dritt einen Dings hinterher gerannt. Wie die Vollidioten. Einen Bart. Genau, ich wollte Braum sagen, ist aber falsch. Hey du! Hallo! Silence! Au! Habt ihr gesehen, wie Kragas Frauen aufreißt? Einfach mit die Wampe ins Gesicht. Und wenn sie wehrlos am Boden liegt, einfach drauf. Also einfach weitermachen. Ich renne. Da kommt ein Geist auf mich zu. So, ich habe ein Ulti-Heal. Und ich brauche noch wie viel Gold? Scheiße, ich bleib hier. Hey, du kleine Schwuchtel, du. Naja. Mach einen auf Schwuchtel und verzieh dich. Banana! Schade. So, jetzt gehe ich kurz weg. Müsst ihr jetzt unbedingt die Turtle massieren? So, ich habe Warmox. Und als nächstes hätte ich dann ganz gerne
Ich bin gerade am Überlegen. Entweder Banshee oder das da. Gibt gleich viel Leben. Das gibt nochmal Lebens. Ich nehme das. Es gibt Lebensreck und außerdem dürfte mein Q mich dann auch mehr heilen. Ja, von der Passiven von Varmox profitiere ich noch nicht. Aber von den 200 Grundwertigen für Lebensregeneration profitiere ich bereits. Das heißt, ich habe mehr HP-Regeneration. Ich dachte mir einfach mal, du haust die Ulti noch hinterher. Also ich meine mich damit. Ja, betrink dich. Das bringt dir viel. Wir sind da. Wir haben irgendwas getötet. Ihr anscheinend auch. Also ich habe eigentlich... Fickt euch. Ist das euer Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst, du kleiner Fettsack? Hihihi, geht zu Rakat. Hilfe! Nein! Nein! Scheiße! Über welchen Tat redet der mich? Chase me. What the fuck? Of course, it's funny. But no have words. But no have words. Oh Gott. But no have words. Hey, ich hab meine Ulti wieder ab. Also in Aram wünschte ich mir teilweise Wards, muss ich zugeben. Zumindest die Lieder, denn die wären echt praktisch. In Aram. Aber es gibt Alternativen. Man spielt einfach immer der Ash. Warum bist du eigentlich schon wieder so gut wie tot? Und wen hast du denn schon wieder geschlafen? Das interessiert mich auch nicht, ich heile dich einfach. Interessanterweise bin ich jetzt so gut wie tot. Na gut, es geht. Ich habe aber eigentlich eine gute... Ihr habt jetzt hier gerade echt alles nochmal vermint und entmint gleichzeitig. Kann das sein? Mit Minen meine ich jetzt gerade Wards, Entschuldigung. Okay. Ich glaube, das Spiel ist lost. Ich glaube, das ist lost. Das hast du echt gut gemacht, Twisted. Der fragt mich nicht, was der Twisted da gemacht hat. Ich meine, was zur Hölle? Er portet sich alleine an die Front. Wow. Und die Suiciden auch noch. Ich meine, natürlich, bei sowas, wenn die ADCs, beziehungsweise die Burster... freiwillig nach vorne gehen. Dann macht im Late Game auch Dings noch Sinn. Auch noch hier, wie heißt es? Thunderlord. Dann macht das auch noch Sinn, weil dann trifft man ihn auch mit Thunderlord. Wenn die Frontline da nicht steht. Denn normalerweise sollte Thunderlord ihn treffen. Und das sind halt 150. 60% weniger durch magischen. Sehr schön. Versuchen wir jetzt dahin zu kommen. Ich versuche es. Okay, egal. Also, Port ist eh weg. Heile ich dich auch nicht mehr. Do you understand that? Verstehe nicht mal dein Gesicht, weil du so hässlich bist.
Ja, Leute. Autsch. Ich wollte gerade sagen, wir bräuchten mal hier jemanden, der das Ding besser tankt als der Ezreal. Leute, ihr seht, dass ich fast tot bin, oder? Na gut, es juckt sie einfach nicht. Okay, ich verstehe. Hast du noch... Aua, noch eine Heilung. Oh, fuck this shit. Ich habe gerade echt so einen heiden Respekt vor den Feinden. Nein, tu es nicht! Dieser Scheißbaum! Nein, 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 aua! Nein, 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 aua! Don't kill me! Das ist die Kopf von oben! Junge! Hör auf mit der Scheiße! Oh, ich will weg! Schneller! Ah, fick dich! 0,2 Sekunden, der haut Ignite auf meinen Kopf! Egal. Jetzt haben wir auch endlich die Warmox-Passive. Jetzt regen wir auch endlich. Das kriegst du nicht. Wenn es beim Bart bleibt, kriegst du es vielleicht doch. Aber da kommt der Yasuo. Hast gerade dein Dash verhauen. Ja, jetzt bist du tot. Und ob das ein Drache wert war, weil das wäre deren erster gewesen. Was haben wir jetzt als Bonus bekommen? Wir haben keinen Turmschaden mehr, den wir erleiden müssten. Daher, ob es das jetzt wert war, ich glaube nicht so ganz. Guck mal, da liege ich. Da. Das da bin ich. Ich bin hell. Ja. Bam. 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 Lass jetzt. Ach Gott. Also ich höre ab jetzt, glaube ich, auch, also ab diesem Spart spätestens auch auf, in den Kommentaren über Thunderlord zu diskutieren. Ich finde, man sieht es immer wieder, dass Thunderlord zwar nicht komplett sinnlos ist, aber für mich ist es halt so, es gibt bessere Alternativen. Und das wird es auch für mich, also es wird für mich auch immer bessere Alternativen geben. Scheiß doch auf den Kack, wir haben doch hier oben den Nexus frei. Ich will hier mal kurz weg. Na gut. Aua. Wir hätten vielleicht auf Full Team warten sollen. Denn der Graves kommt jetzt erst. Somebody. Somebody, somebody. Alter, sind die jetzt echt so blöd? Sind die jetzt echt... Ich guck mal. Also, ich sehe hier kein Thunderlord. Und das ist der ausschlaggebendste Schaden, der mich getötet hat. Wer davon hätte denn Thunderlord? Ich glaube nur die Sivir, ja. Nur die Sivir hätte Thunderlord gehabt. Ich meine, sie hat 1557 Schaden gemacht. Ohne Thunderlord wohlgemerkt. Ace!
Ja, GG. Aber zum Abschluss nochmal. Thunderlord hin oder her. Ich würde Thunderlord wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst Midlaner spielen. Ich meine, wenn man Burst-Schaden macht, dann sollte man vielleicht auch richtigen Burst-Schaden machen. Als ADC würde ich Thunderlord nicht nehmen. Ich lasse Esfield jetzt mal dahingestellt, ob es mit Esfield Sinn macht oder nicht. Weil jetzt bei einem Esfield-Part auch schon mal die Situation aufkam. Ich hatte jetzt aber im letzten Spiel einen Esfield, der hatte kein Thunderlord dabei und der hat deutlich besser gespielt und deutlich mehr Schaden gemacht als dieser Esfield. Ja gut, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass er einfach nur besser gespielt hat. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Daher lasse ich Esfield an sich dahingestellt. Als Supporter Thunderlord mitnehmen, finde ich auch schwachsinnig. Da allein das Ding, was ich dabei habe, momentan für meinen Supporter, was ihr gerade bei Soraka gesehen habt, was ich ein paar Mal eingeblendet habe, ist... Kann man eigentlich auf jeden normalen Supporter spielen oder auf Tanky Supporter kann man das nehmen, was ich auf Nautilus habe, was auf jeden Fall besser ist als Thunderlord für Supporter. Thunderlord als Supporter würde ich vielleicht mitnehmen, wenn man weder Tanky ist, noch Heal, noch Shield hat. Also wenn man zum Beispiel Cyber als Supporter spielt oder Brand oder Annie. Dann würde ich unter Umständen Thunderlord als Supporter mitnehmen. Unter Umständen. Muss man abwägen, ob es da vielleicht nicht auch noch was Besseres gibt. Aber solange ich eine Morgana spiele, denn dieses Schild vor allem zu pushen von Morgana ist extrem stark. Scheiß drauf, ob die Pfütze dann Thunderlord kriegt. Dieses Schild zu pushen ist Hammer. Ne? Eine Jenna, eine Soraka, eine Sona oder so. Das würde ich immer mit was anderem spielen. Immer. Aber naja, gut. Mein Fazit zu Thunderlord wisst ihr jetzt mittlerweile und ich habe andere Sachen gesehen. Ihr könnt mir da in den Kommentaren schreiben, was ihr wollt. Ich meine, schön, dass ihr eure eigene Meinung habt, die ihr auch vertreten wollt. Ihr könnt mich aber nicht davon überzeugen, weil ich einfach das Gegenteil gesehen habe. In jetzt mittlerweile auch schon knapp über 100 Spielen. In deutlich mehr als 100 Spielen sehe ich gerade. Egal. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.